Werden wir ihn denn finden? Na gut, wir müssen nach dem Auto Ausschau halten, ne, würde ich sagen. Nach dem Truck. Den er mitgenommen hat. Huh. Over here, Kate. It's this way. Oh. Okay. Da ist er. Da ist der Truck. Mann. Da liegt er, oder? Oh mein Gott. Poor David. Shit. Poor Gabe. I can't imagine. Yeah. Poor Gabe. He shouldn't have had to suffer that. Yeah. Absolut nicht. He talked about this every day. What to do when he died. Scheiße, Mann. He was convinced it would happen in the field. Every day. As common as talking about the weather. Then be happy, David. You got what you wanted. More than you realize. Wie kann man denn damit einverstanden sein? He talked about his military funeral the way that other people talked about retirement plans. He'd only change the subject if I promised I'd bury these. He didn't care about burying his body. Seine as far as he was concerned, Doc this was him. Help me dig. It doesn't have to be much. Okay. Das werden wir natürlich tun. Der arme David. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Es war klar, dass das nicht gut gehen kann bei der Menge an Walkern. Shit. We should probably say something. That's what you do. Usually. When you see Pa, you tell him I said hi. And then I'm sorry for not paying him back that $10. Do you, you want to say something? Tja. Let's go. Immerhin ist der Weg jetzt wohl frei. Aber, oh, der Ehering. Krass. Oh Mann, das ist immer noch unser Bruder. Dunkler Sieg. 3 Tage später. Er hat immer noch das Trikot an, das blutbeschmiert war von den Eingeweiden dieses einen Walkers. So. Was haben wir denn hier Schönes? Forever in our hearts, be strong. Our love is forever. Krass, hey, ist das... Ist Conrad hier? Und das ist Trip? Oh Mann. May you rest in peace. Hänge Foto an die Fotowand von... Ja. Der arme David. It was his own fault. If you regret helping me, if you're feeling any guilt, bury it. I mean it. Don't let it eat you up inside. We need to move on. Move forward. We do. And we will. Es muss getan werden. Oh Mann. So viele gute Menschen. So wie in jeder Season bisher, Walking Dead. Die Leute sterben einfach. Das ist usually the quiet scares me. What about now? There's a lot of work to be done. The herd could come back. Mhm. Still though, I feel more calm here than
than I ever did in an old van on streets with no streetlights. Fühlt sich sicherer an, ne? Javi. We earned feeling calm in the quiet. Let's start a family. You and me. Das geht aber schnell jetzt. A fresh start. What do you say? I think it'd be good for us. Es ist, ja, aber es ist zu früh. I don't know, Kate. After everything that just happened, it all feels so soon. Yeah. Maybe someday, but not right now. Okay, maybe someday. But don't think I'm forgetting about this one, Garcia. Sehr gut. Voll die Drohung. We'll be up there before we know it. Better do something worthwhile in the meantime. Ich fand es ein bisschen übertrieben, jetzt schon darüber nachzudenken. Der Bruder ist gerade eben gestorben. Der Ehemann ist gerade eben gestorben. Lass uns eine Familie starten. Ich werde es mit ein bisschen trauern. Mann, ein bisschen. Die Kate, ey. Okay. Es scheint ein bisschen Ruhe eingekehrt zu sein hier in Richmond. Ja, ein bisschen später. Du übereifrige. Jesus. Heading out? Yes, indeed. Oh. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. Vielen Dank dafür. Glad we got it settled. Gotta move on. Wir könnten dich gebrauchen. We could use you around here. Please stay. We got other people depending on us, Javi. Just the way it is. Stimmt auch. I was worried about you, Javi. About who you are inside. You helped save these people, though. That goes a long way for me. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be, if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Good days, and especially bad. Wenn ich bleibe, ja. I don't know if I'm gonna stick around. Richmond and I have had issues. Understandable. But if you do, after dust settles, people start looking around. They may look at you for what to do. I read people pretty well. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. Okay. For the better. God knows this town could use it. Na, wenn du es dann so sagst. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Then as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. Gut. Was eigentlich mit Joanne? Hey. Wo ist sie? Jesus? Hey, Gabe. Thanks for, you know, not letting me get killed and for coming back to help us. Yeah. Thanks for that, man. Pay it forward. Be vigilant. Trouble never stays too far away. Wohl wahr. Wohl wahr, mein Freund. Der Jesus kommt einfach und rettet den Tag. Mann, ich hab was im Hals. So. Clem ist auch da. Oh, der Junkie. Hat's überlebt. Don't remind me. I'm not gonna say thank you for keeping me alive. But I'm gonna try and find something out there that might make me say thank you. Someday. So where's AJ? Oh yeah. Tell me. Where? Das wäre deine Chance, mein Freund. Start saving your soul today. Tell us where AJ is. Don't know how much of that soul I got left. Please. What the hell? He's at McCarroll Ranch. It's not too far from here. McCarroll? That's where we left him, at least. Okay. Thank you. Good luck out there, Doctor. Das heißt, unser nächstes Ziel ist diese Ranch. So you're out of here too, huh? Oder nur Clem? Yeah. It's time. Oh, okay. I have to find AJ, Javi. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? Na klar. Was denn? Zweite Chancen. Du
Was soll ich denn tun, Clem? I used to do this for my niece. That's nice of you. Geil. She thought I was terrible at it. Were you? Not your business. I'm really gonna miss Gabe. I mean, he's super annoying sometimes, but I've gotten used to having him around. At least to have someone to talk to, even if he is a total dork. I'll keep an eye on the guy. Don't you worry. I'm not worrying. He couldn't be in better hands. I have to see AJ Harvey. I have to see Absolut. That he's okay. Absolut, bin ich bei dir. Do you think he remembers me? 100%. At least a little? Ja, wer könnte dich denn vergessen? Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. No. I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it. I really wish I could. It's not about good or not good. You kept him alive. You did your job. Das stimmt. Until someone else had to do it for me. Hauptsache er lebt. Und Hauptsache diese Gabe Ranch. Told me you used to play baseball. Ist gut zu ihm. I did. I loved it. He told me you fucked it all up too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? That's what's good about a broken heart. When you're looking at it all broken and shattered on the floor, you figure out the pieces you need versus the ones you liked. If you're ready to move on, that is. If. Hm. Oh Mann. All done. Well, how's it look? Nice. So ein Undercut. You know what? I'll grab your hat. Oh Gott, so schlimm. Remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back, and I'll tell you all about it. It's a deal. Oh, man. If I bring AJ back with me, will you teach him too? Lass ihn in Ruhe. Mach es. Es ist dein Kleiner. You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Ob das klappt? Ob das klappt, ich weiß es nicht. Huh. Ich hoffe, diese Ranch ist nicht so wie diese eine Ranch aus der ersten Staffel mit Lee und Kenny, diese Menschenfresser. Das wäre... Weiß ich nicht. Immerhin sind nicht alle gestorben. Immerhin. Tschüss, Clem. Komm heil wieder. Die geht ohne irgendwelche Waffen raus? Wie unlogisch. Ich gebe ihr doch ein paar AKs mit oder irgendeinen Raketenwerfer. Das kann doch nicht wahr sein. Die Dämmerung bricht an. Tja, das war schon Folge 5. Ich bin... Eine Platin-Trophäe. Alter, das sind die einfachsten Platin-Trophäen hier. Ist ja unfassbar. Was? Dein Erlebnis mit David war herzlich. Oh, wir haben Entscheidungen, Freunde. Das finde ich ja gut. Du hast Davids Hilfe angenommen, nachdem er dich in der Nacht, in der dein Vater starb, geschlagen hat. Das finde ich ja cool. Moment.
Ich mache gerade die Musik leiser. Ich hoffe, das ist okay. Du stimmtest Davids Plan zu, sich in seinem Haus in Richmond zu treffen. Ja, das haben wir getan. Du nahmst Abstand von David, als er Hilfe brauchte. Wann? Es gab so viele Möglichkeiten, keine Ahnung. Also, ich kann mich daran nicht erinnern. Gabe musste seinem eigenen Vater eine Machete ins Gehirn jagen, nachdem David sich verwandelte. Okay, das haben wir nicht gesehen. Aber ist auch nicht schlimm. Muss man nicht sehen, glaube ich. Oh, es geht weiter nach rechts. Nice. Dein Erlebnis mit Kate war romantisch. Du hast Kate auf dem Schrottplatz geküsst. Du lehntest Kates Plan, Richmond zu verlassen, ab. Du erzähltest Kate, dass du eine Zukunft mit ihr willst, ja. Du verwarfst Kates Idee, eine Familie zu gründen. Moment. Ich habe gesagt, nicht jetzt. So in 2-3 Wochen, okay. Aber nicht jetzt sofort. So. Das Erlebnis mit Gabe war beschützerisch. Du machtest Gabe glücklich, indem du zustimmtest, eine Nacht im Trailer zu verbringen, ja. Du hast die Wahrheit über Gabes Freund aus der Nachbarschaft verschwiegen. Hab ich? Aber wir haben sie noch erzählt, oder? Vielleicht hat's Kate ihm erzählt, deswegen. Du halfst Kate Richmond zu retten, bevor du Gabe nachgingst. Ja, musste halt. Oh, Trip. Deine Geschichte. Trip, du hast Trip beruhigt und versprochen, dass du in Prescott keine Probleme machen würdest. Dann fuhrst du mit Trip zum Schrottplatz. Am Ende rettete Trip dir auf der Überführung das Leben, obwohl du nicht ihn als denjenigen gewählt hattest. Aber er ist leider gestorben, wie es aussieht. Eleanor, du hast Eleanor in Prescott gelassen, als du zum Schrottplatz gegangen bist. Eleanor hat deinen Plan zur Revolte gegen Joan verraten. Du vergabst Eleanor schließlich nicht für ihren Verrat. Nee, haben wir auch nicht. Oh, Ava. Clementine lehnte Avas Angebot ab, die neue Grenze zu treffen. Dann half Ava dir dabei, in das Waffenlager einzubrechen, weil du dich David gegenüber solidarisch verhalten hast. Am Ende gewährtest du Ava das Leben, aber Joanne erschoss sie, um dir eine Lektion zu erteilen. Vielen Dank, Joanne, du elende Bitch. Alter. Lingard. Clementine ignorierte Lingards medizinischen Rat hinsichtlich AJ. Dann weigerst du dich, Lingard eine tödliche Spritze zu geben. Nach dem Chaos erzählt dir Lingard, wo sich AJ befand. Immerhin etwas. Conrad. Du hast Francine während Conrads Pokerspiel geholfen. Wobei das nicht viel gebracht hat, ne? Als Gabe Conrad dann bedrohte, überzeugtest du deinen Neffen, seine Waffe zu senken. Ja, das stimmt. Später hast du Conrad im Tunnel erschossen, nachdem er Gabes Leben bedroht hatte. Ich musste es tun. Ich musste. Jesus. Als du ihn trafst, vertrautest du Jesus und fesselst seine Hände nicht. Naja, weil es Jesus ist. Dann versprachst du Jesus, alles für das Überleben zu tun, aber du hast ihn enttäuscht. Oh, weil ich den einen Typen da brutalst umgebracht habe. Diesen, wie hieß der? Badger? Hieß der Badger? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube schon. Ja gut, er hat es verdient. Er hat Mariana umgebracht. Er hat es absolut verdient. Schließlich versprachst du Jesus, du würdest dabei helfen, Richmond zu führen. Absolut. Warum auch nicht? Was haben wir noch? Joanne. Oh, Fragezeichen. Du sagtest nichts, als Joanne versuchte, dich über Marianas Tod auszufragen. Dann brachtest du Max mit, um Joanne vor dem Richmonder Rat bloßzustellen. Das ist wahr. Zurzeit ist Joannes Standort unbekannt. Zurzeit. Ich hoffe, wir sehen die wieder. Die muss ich erwischen. Clint warf dich aus Richmond raus, weil du Benzin gestohlen hast. Dann nahmst du Clints Angebot an und verschontest Joannes Leben. Schließlich erschoss David Clint,
auf der Bühne, nachdem du Clints Angebot zugestimmt hattest. Das war sehr übertrieben, David. Das war sehr übertrieben. Was? Aktualisieren. Okay. Alles in allem bin ich eigentlich recht zufrieden mit dem ganzen... Bis auf Trip, muss ich sagen, und Ava, aber ich glaube, einer von den beiden... Gut, es sind beide gestorben. Ich weiß nicht, ob man sie hätte retten können. Das weiß ich nicht. Okay, anscheinend geht's hier nicht weiter. Oh. Was? Was ist das? Clementine in ihrem Element. Kein Problem. Gar kein Problem. War wieder ein bisschen lauter. Nichts wird sie aufhalten. Nichts. Sie will unbedingt zu dieser Ranch. Find you, AJ. Clementines Geschichte wird weitergehen. Spielen wir wieder mit Clementine in der nächsten Season. Hol dir die komplette Staffel. Alter, ich habe die letzte Episode durch. Warum soll ich mir jetzt noch einen Season Pass holen? Das Spiel, ey. Also ich muss sagen, die Season hat mir gefallen, obwohl, gut, natürlich niemand, ich glaube, niemand kann Legende ersetzen. Er ist immer noch mein Lieblingscharakter. Knapp darauf folgt natürlich Clementine, aber Legende ist forever number one. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass sie hier eine neue Geschichte rausgehauen haben mit Javier und seiner Family. Hat ganz gut gepasst in das ganze Bild, dass Clementine noch dazu gestoßen ist, dass wir diese Truppe hier, die New Frontier, kennengelernt haben. Die Anführerin Joanne lebt ja noch und ich weiß nicht, ob wir die in der vierten Staffel wiedersehen werden. Ich hoffe sehr. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich überlege gerade, ob ich einfach weiter aufnehme, in dieser Aufnahmesession noch, und zwar Season 4. Ich überlege wirklich. Ah, mal gucken. Für euch macht das eh keinen Unterschied. Morgen kommt die nächste Folge raus. Ich bin sehr gespannt. Es ist die letzte Season. Die letzte Season. Und wir werden höchstwahrscheinlich mit Clementine spielen. Und darauf bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, wir finden AJ. Und ich hoffe, dass keinem der beiden was passiert. Alter, Walking Dead. Mach mich nicht kirre, ich sag's dir jetzt schon. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Die Folge wird ein bisschen kürzer sein, glaube ich. Sonst habe ich ja immer so um die 30 Minuten. Das wird jetzt etwas kürzer sein. Ja, aber in der nächsten Folge beginnen wir dann die nächste Season. Von daher, ich denke, das ist okay. So, Freunde, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dann würde ich sagen, adios, amigos. Ciao, ciao.